Willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zanker AG. Was habe ich heute für euch? Mal wieder Kennzeichenhalter. Ich habe das letzte Mal schon den Kennzeichenhalter gezeigt, wie man ihn montiert, wie man unsere Produkte dafür einsetzen kann. Allerdings relativ schnell. Und von daher wollte ich das Video ganz gerne nochmal wiederholen. Und zwar langsam mit allen Produkten, die wir haben, so im Portfolio, damit man weiß, worum es geht. Also. Kennzeichenhalter hat jedes Fahrzeug hinten am Heck. Das hier ist ein Logan MCV, unser Kombi sozusagen. Ist bei aber ganz, ganz vielen Fahrzeugen genauso gehandelt und gehandhabt. Das heißt, Kennzeichenverstärker hinten. Wir haben eine Heckklappe aus Karosserie, Metall und schön lackiert. Wenn wir jetzt die Heckklappe zumachen, scheppert's. Scheppern ist nicht gut, klappern sowieso nicht. Manch einer hat einen Subwoofer oder unser Soundsystem im Kofferraum. Dann fängt es hier hinten an zu dröhnen und zu klappern. Das wollen wir nicht. Zum anderen, wenn wir die Heckklappe auf und wieder zumachen, schlägt jedes Mal der Kennzeichenverstärker, dieser hier, das ist unser eigener von Lüdemann und Zankel AG, auf diesen Lack. So, wenn da jetzt Staub, Dreck, Schmutz dahinter liegt und dazwischen, wirkt das Ganze wie Schmirgelpapier. Reibt die Lackoberfläche ab und es kommt zu Korrosion an diesen Stellen. Das nächste ist, ich mache mal die Leiste ab und entnehme mal das Nummernschild bzw. unser Schild hier. So wird es vielfach gehandhabt. Das heißt, wir haben hier zwei Schrauben, die sind trocken, einfach in das Blech reingedreht. Dabei wird natürlich der Lack beschädigt. Wenn dort Feuchtigkeit steht, kann es zu Korrosion kommen. Muss nicht. Betone ich, muss nicht. Wiederum andere setzen hier Popnieten. Problematisch dabei und noch schlimmer, wenn ich jetzt eine Schraube ein bisschen locker mache, das heißt, die ist jetzt nicht richtig fest, dann können wir den auch so bewegen. Und alles, was sich bewegt, wie gesagt, wirkt wie Schmirgelpapier. Ich nehme jetzt mal diesen Kennzeichenhalter ab, weil so soll man es ja eigentlich nicht machen. Es ist normal. Bei ganz vielen Autohäusern wird das so gemacht. Ist nichts Schlimmes, hat sich so eingeschliffen, sagen wir es mal so im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben bei uns das Kennzeichen Montage-Kit. Da sind zwei Edelstahlschrauben drin, zwei Edelstahllünetten und wiederum zwei Neopren-Einnietmuttern. Ich nehme das hier mal raus. So. Diese Neopren-Einnietmuttern, das sind diese Teile hier, die haben einen Durchmesser von 10 mm. Das ist etwas dicker als das, was wir hier am Heck haben. Das, was jetzt kommt, ist ziemlich gemein, aber es lässt sich nicht vermeiden. Wir müssen das passend machen. Dafür braucht man am besten einen Stufenbohrer. Bei dem kommt es daneben halt nicht vor, dass die Eisenspäne, die hier entstehen, oder Metallspäne in die Heckklappe reinfallen. Da gehören sie nicht hin, da wollen wir sie auch nicht haben. Wenn man hier Popnieten hat, die muss man aufbohren, dann bleibt das Stück stehen. Dann muss das weg, dann fällt es nach innen drin rein, dann kann es klappern. Also dementsprechend darauf achten. Wir brauchen Durchmesser, wie gesagt, 10 mm. Das sind 4 Stufen von diesem Bohrer. Aufpassen. So, dann haben wir ein ganz, ganz sauberes Loch, wo dann unsere Neopren-Einnietmutter reinkommt. Natürlich muss ich noch ein zweites bohren, das mache ich dann auch gleich. So. Ordentlich pusten, weil wenn Metallspäne auf dem Lack liegen bleiben und wir kommen da drauf, dann gibt es sofort Kratzer, das wollen wir nicht. Okay, also diese beiden Löcher haben wir jetzt richtig sauber. Jetzt kann man natürlich, wenn man das richtig sauber und ordentlich macht, hier noch mit Schutzlack arbeiten, damit das wieder konserviert ist. Keine Sorge,
diese Neopren-Einnietmuttern dichten das nämlich komplett ab. Die funktionieren so, dass sie einmal hier oben das Ganze vernünftig entkoppelt haben. Ich weiß nicht, kann man das so ordentlich sehen? Ich hoffe es zumindest, weil jetzt kann ich ja nicht nochmal bohren. Okay, nächstes Problem, also Kennzeichenhalter, egal welcher Art, wenn wir jetzt diesen hier wieder nehmen, der ist hinten in Gänze ungeschützt. Da ist gar nichts. Und dort müssten wir dann sozusagen solche kleinen Gummipuffer setzen. Das kann man jetzt hier ganz schlecht, oder? Kann man das sehen? Das sind diese Gummipuffer. Und diese Gummipuffer bringe ich von hinten auf den Kennzeichenhalter, wobei dieser hier dafür faktisch schon gar nicht mehr geeignet ist. Hier sind Erhöhungen drin, den nehme ich jetzt mal nicht. Sondern ich nehme 9, nicht dass mir die Einnietmuttern wegfliegen. Mache ich meinen Kofferraum auf, ist ja auch schön groß beim Dacia-Logan MCV2. Ich nehme mal diesen hier. Und das ist nämlich unser Kennzeichenhalter, der neutrale, dieser hier. Und der hat hier schon diese orangenen Gummipuffer drauf. Wenn ich weitere Gummipuffer brauche in den Bereichen, wo ich sie halt brauche, zum Beispiel jetzt hier, dann muss ich diese kleinen, die ich habe, dort reinbringen. Und das tue ich mal. Und zwar, das ist schwer zu sehen, weil das alles schwarz ist. So. Und dann versuche ich das mal ganz nah darzustellen. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier habe ich jetzt einen zusätzlichen Gummipuffer gesetzt. Zu den schon vorhandenen, die drin sind. Schön gleichmäßig verteilen. Diese kleinen Gummipuffer haben wir als Spinne. Da sind 10 Stück drauf, die könnt ihr davon abmachen und dann dementsprechend ins Kennzeichen reinsetzen. Ich setze hier ganz einfach mal 2 Stück, so dass das nachher dort ist, wo ich das haben möchte. Die Auflagefläche von diesen Gummipuffern ist ganz, ganz klein. Und je kleiner, desto besser. Weil da, wo sie aufliegen, wenn dort Schmutz liegen bleibt, kommt es zu diesen Reiberscheinungen und dementsprechend schleift das Ganze auf den Lack, wo wir es genau nicht haben wollen. Also. So, dann kann man es mal anhalten, mal testen, mal gucken. Und hier berührt nichts mehr die Karosserie. Und genauso wollen wir es haben. Also kann ich jetzt von dem Montageset die Schraube nehmen und werde mal eine aufschrauben. In dem Moment, wo ich die jetzt festschraube, spreizt diese Neopren-Einnietmutter hinten gegen das Blech auf und hält diesen Kennzeichenhalter. So, nicht zu fest, weil ich muss ja noch eine setzen. Das Ganze soll natürlich auch schön gerade sein. Das kriegen wir auch hin. Da ist mir schon einer rausgeflogen. Ich kann die auch reinsetzen, indem ich die ein bisschen abwinkel und dann wieder reinführe. Das geht auch. Dann klappen wir unten mal auf. Und setzen mal unser Kennzeichen wieder dagegen
so, dass es dann auch ordentlich ist. Der wird unten schon mal eingeklippt, dann hier nochmal eingeklippt und dann wird er erst zugeklippt. Und jetzt klappert nichts mehr. Auch im Subwooferbetrieb klappert nichts mehr. Die Karosserie ist optimal geschützt, weil der Kennzeichenhalter nicht mehr gegen den Lack schlagen kann. Dreck kann kaum noch dahinter liegen bleiben, weil es ist ein Abstand geschaffen. Also alles, was Korrosionsschutz betrifft. Wir haben Kennzeichenhalter neutral, weil man kann ja auch, ja, zeige ich euch mal, wenn man uns gut findet, zeigt man das auch gerne. Und das hier zum Beispiel ist ein Kennzeichen Leistenaufkleber und den setze ich jetzt mal hier sauber drauf, weil das lassen wir jetzt einfach mal so. So, der Schriftzug LZ Parts ist reflektierend, wenn da also Licht drauf kommt, reflektiert es auch noch ein bisschen, das darf man. Okay, ich wollte euch das in Gänze einfach nur mal erklärt und gezeigt haben. Das ist optimaler Karosserieschutz. Hinten, es klappert nichts mehr. Genauso will man das eigentlich immer haben. Frage ist nur, wo gibt's das? Das gibt's bei uns im Shop. Und zwar komplett alles, was man dafür benötigt. Und ich hoffe, dass ich wieder weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.